Hallihallo, ihr Lieben da draußen und ein herzliches Willkommen heute ja wieder zu der neuen Rubrik Mod-Vorstellung. LS22 Mods, wir stellen skurrile Mods vor, wir stellen nützliche Mods vor, wir stellen Skripte vor und wir stellen natürlich einen Mod vor, den es im LS noch nie gegeben hat, in dieser Variante, sagen wir mal so, und im LS22 überhaupt noch nie gegeben hat. Ja, und derjenige, der dafür zuständig ist, der steht jetzt hier vor mir, nämlich unser lieber Basti von Sebi Modding. Grüß dich. Servus. So, wir werden euch jetzt zusammen mal ein wunderschönes Gimmick so ein bisschen an die Hand geben, wo ihr wahrscheinlich sagen könnt, hey, geil, das ist eine richtig gute Geschichte. So, und ich will gar nicht so viel dazu quatschen. Ja, enthüllen wir es mal, Basti. Ja. Gut, dann drehen wir uns mal rum. Wir haben für euch ein absolut tolles, ja, Festzelt. So, und in dem Festzelt, da gibt es verschiedene kleine Sachen, die wir da ein bisschen beachten müssen, beziehungsweise was wir alles machen können. Als erstes frage ich dich mal, also unser Basti von Sebi Modding hat das ganze Ding ja gemoddet. Es ist wirklich nur bei uns verfügbar, ne? Das gibt es bis jetzt nirgendwo. Und alles, was jetzt kommen würde, wäre natürlich ein billiger Abklatsch vom Hauptmod, von dem der jetzt hier ist. Meine Frage ist, wir wollen ja in LS22 Mods einmal ein bisschen hinter die Kulissen gucken, weil mir sind immer die Modder sehr wichtig. Basti, wie lange hast du an dem Ding gebraucht? Ungefähr. Über 200 Stunden. Über 200 Stunden hast du da Arbeit reingewendet? Ja. Rein genau. Das 3D-Modell, das habe ich zweimal neu machen müssen. Mhm. Warum? Weil mir hat das, haben das Sachen nicht gefallen. Ich habe das 3D-Modell wäre sogar auch schon so weit fertig, dass man die Teile theoretisch auf einen Anhänger laden kann. Ah, okay, krass. Aber das ist jetzt nicht das Objekt, das ist das andere Objekt. Okay. Das, was weniger Leistung zieht. Also das, was irgendwann mal noch kommt. Okay, gut, passt auf. Jetzt werden dir einige vielleicht sagen, naja, gute Festzelt, für was brauche ich das? Ist ja leer alles, das sieht ja hier gar nicht so toll aus. Ich zeige euch jetzt mal, was man alles machen kann. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel an die Zeltwand geht und drückt X, dann können wir die Zeltwände aufmachen. Das heißt, wenn hier drinnen Musik spielt oder wenn ihr im RP seid und vielleicht irgendein kleines Fest oder sowas habt, dann könnt ihr die Zeltwände natürlich auch wegmachen. Geht hüben und drüben, oder? Ja. Ja. So, ihr könnt also, wenn es jetzt schön warm ist, ne, könnt ihr die Zeltwände komplett alles aufmachen. So, jetzt werden natürlich einige fragen, naja, toll, das ist ja schön, aber wir haben weder eine Bühne, noch haben wir irgendwas drin. So, und da wird euch Basti jetzt mal kurz zeigen. Dort, wo der steht, dort ist ungefähr auch der Triggerpunkt und dort drückt ihr einfach mal auf X und dann passiert Folgendes. Auf die rechte Maustaste. Nee, linke. Es geht aber auch über X. Ich hab's per X gemacht. Ach so, wieder. Ja, könnt ihr mal sehen. So, und ihr habt sofort eine Bühne dastehen. So, hier hinten diese Sachen, die kann man vielleicht nochmal in einem Update, dass man sagt, okay, man hat vielleicht zwei Varianten, ne, von Mods, dass man sagt, okay, hier hinten die Wand ist bis auf Sebi Modding vielleicht auch leer, ohne Game World und ohne Jacqueline 11. Ne, das können wir vielleicht mal noch machen. Ja. Das wäre für den einen oder anderen wahrscheinlich sehr sinnvoll. Aber grundsätzlich könnt ihr das jetzt so erstmal aufbauen, die ganze Geschichte, und könnt natürlich dann hier hochgehen und könntet dort euer RP wirklich richtig geil machen. Also ich muss sagen, ich finde es ja eigentlich ziemlich cool. So, wenn wir jetzt hier hinten sind. Was hast du gesagt, rechte Maustaste? Linke. Ah, okay, perfekt. Also bräuchtet ihr ja nicht mal die Hand von der Maus zu nehmen, ist ja noch geiler. Dann steht das, wie das auch wirklich so ist, hier hinten alles hinterm Festzelt und es ist alles ordentlich und ihr könnt das ganze Ding wieder, wieder verschließen, ihr könnt die Zeltwände wieder zumachen. Finde ich eigentlich ganz geil. Da ich ja immer so ein bisschen auch hinter den Kulissen zeigen will von Moddern und mir eigentlich die Modder immer viel zu kurz kommen in allen Mod-Vorstellungen und ich ja gerade mal den Modder da habe, Basti, erzähl uns doch mal ganz schnell, was hat denn eigentlich am meisten Probleme gemacht beim Modden hier, beim Modellieren, sagen wir mal. Beim Modellieren? Was war das Schwierigste?
Das Schwierigste war bei mir, weil ich das noch nicht konnte habe mit dem Biegen von den Zylindern. Das habe ich mir erstmal eineignen müssen. Das hat fünfmal nicht geklappt. Was meinst du von Zylinder? Hier oben, das meinst du? Ja, bei den Biegungen. Ah ja, okay. Beziehungsweise, weiß gar nicht, ob das jetzt die Biegungen hat. Das müsste die Biegungen haben. Ja. Ja, Texturen, einfach die Texturen finden, das war auch ziemlich bisschen schwierig. Okay. Da habe ich bei ziemlich viel rumgeschaut. Ich habe auch ziemlich viel durch mein Archiv geschaut. Ja. Letzte abschließende Frage noch. Oder zwei Fragen vielmehr. Wird es zu diesem Festzelt irgendwann mal noch ein Update geben, also in Sachen Größe, Länge und so weiter? Und die letzte Frage wäre, wird es irgendwann eventuell vielleicht noch ein Update mal geben, dass hier auch Bierzeltgarnituren drin stehen? Du darfst natürlich auch sagen, das verrate ich noch nicht. Ne? Also das ist jetzt bloß mal meine Frage. Also zu dem Thema Bierbank, das kommt in einem anderen Update. Oh, okay. Jetzt zu der Größe des Festzeltes, da wird auch ein Update kommen. Okay. Das ist jetzt deutlich länger und breiter. Ja. Jetzt, die Bühne ist auch deutlich größer geworden. Okay. Und da noch so kleine Schwankel drin, die wird man dann im Update sehen. Okay, gut. Wo es die ganzen Sachen runterzuladen gibt, ist wieder unten in der Videobeschreibung drin. Guckt da gerne mal rein. Würde ich mich natürlich sehr freuen. Unterstützt unser Sebi-Modding-Team ein bisschen. Und ja, wie gesagt, Festzelt, ne? Für alle, die RP spielen oder überhaupt mal so ein bisschen Bock haben auf Story, ist es, glaube ich, sehr, sehr interessant. Basti, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir und dass du wieder mit dabei warst. Wir werden dich ja öfters hier mal sehen. Und ja, vielen Dank für diesen wunderschönen Mod, der wirklich echt gelungen ist. Danke dir. Bitteschön. Bis dahin, macht's mal gut. Und ja, morgen gibt's die nächste Vorstellung. Bis dahin, tschüss und ciao. Ciao.